Und schon wieder zurück bei Pathfinder Wrath of the Righteous. Wir stehen in Dresden rum und ich würde gerne noch einmal zurück in den Tempel gehen, denn ich habe die Hoffnung, dass wir jetzt Dinge da drin auch anklicken können, ohne Probleme. Und ja, Arsinoe, danke für den Kommentar, danke für den Hinweis, Elfwin. Pathfinder Kingmaker. Dort stand sie nämlich in der Stadt herum und hat dort auch einen Tempel errichtet. Oder einen Schrein zumindest. Dieser Ort wurde geweiht. Er kann die Umgebung vor der Verderbnis des Abyss schützen. Alles klar. Hier drin ist aber nichts Neues mehr. Also nichts, was wir jetzt irgendwie zu erkunden hätten, ne? Oh, eine Kiste. Schlossknacken 35%. Eher nicht so. Solange ich keine Diebin oder keinen Dieb mit dabei habe. Was mich daran erinnert, dass ich ganz dringend nochmal Rüscherli umskillen wollte. Ich wollte mal so ein bisschen, zumindest von den Fertigkeiten her, Athletik, also hier Tricks, Wissen und so weiter und so fort, wollte ich eigentlich von allem was dabei haben. Und wir haben mittlerweile ja die Möglichkeit, uns quasi so eine Standardgruppe zusammenzubauen, die wir eigentlich immer mitnehmen. Und da gehört Arüscherle tatsächlich dazu. Seilkind. Seilkind verbeugt sich respektvoll und sagt freundlich, ich hatte gehofft, dass ihr mich mit einem Besuch beehrt. Ich weiß, ihr seid außerordentlich beschäftigt, aber ich wollte unbedingt die Person kennenlernen, die zum ersten Mal seit Jahrzehnten die Kontrolle Golarions über einen Teil von Sarkoris wiederhergestellt hat. Ein Akt von enormer Symbolkraft. Nun, ihr habt sicherlich viele Geschichten zu erzählen. Sagen wir so, sollte ich jemals Kinder bekommen, habe ich ihnen einiges zu erzählen. Ich war noch keine 20, als ich mich der Schwarzstein-Kompanie anschloss. Ich habe viele Gefechte erlebt, aber mein Ziel blieb in jedem Konflikt dasselbe. Die einfachen Leute zu beschützen. Nicht alle Kriegsknechte behandeln Zivilisten gut, wisst ihr. Aber meine Soldaten haben sich nie ehrloses Verhalten zu Schulden kommen lassen. Einmal habe ich mich sogar einer Expedition angeschlossen, die die Krone der Welt erreicht hat. Ich schwöre, danach habe ich nie wieder strategische Notwendigkeiten wie warme Unterwäsche für die Truppen vernachlässigt. Obgleich ich nicht immer derselben Meinung war wie meine Vorgesetzten in der Kompanie, habe ich mir einen Ruf als fähiger Offizier erworben. Ich habe stets auf eine durchdachte Logik gesetzt, war vorsichtig und habe mich strikt an die taktische Doktrin gehalten. Ihr seid anscheinend durch und durch Soldat. Ihr dient wohl schon euer ganzes Leben. Seilkind kichert. Wer weiß, was die Zukunft für mich bereithält. In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit Geschichte und angewandter Anthropologie. Ich bin natürlich nur ein Amateur, aber manchmal denke ich, ich könnte ein brauchbarer Dozent sein. Fast so gut, wie ich als Abenteurer bin. Vielleicht finde ich einen Weg, beides zu verbinden. Ich war komplett begeistert, als ich die Kultur von Sarkoris entdeckte. Was für ein interessantes Volk. Diese Freiheitsliebe und diese Hartnäckigkeit. Sicher, ihre Bräuche waren nicht unbedingt makellos, aber dennoch war ihr Untergang ein großer Verlust für ganz Avistan. Ich muss gestehen, es regt mich ein bisschen auf, dass die hier so laut üben. Ich habe einige Fragen zu eurer Faszination für Sarkoris. Soweit ich weiß, interessieren sich nur wenige für dieses Thema. Sogar andere Anthropologen vernachlässigen es zu Unrecht. Aber ich habe vor, Licht auf dieses Kapitel der Geschichte zu werfen. Falls etwas von Sarkoris übrig ist, werde ich es finden, so klein die Scherben auch sein mögen. Was fasziniert euch so sehr an Sarkoris? Ein leidenschaftlicher Funke flammt in Seilkinds Augen auf. Es war ein erstaunliches Volk. Wir betrachten Sarkoris immer als barbarisches Land im Norden, bevölkert von Primitiven, die die Magie verdammten und nach der Pfeife der Schamanen tanzten. Aber da spricht nur unser Hochmut. In Wahrheit war das Leben in Sarkoris deutlich vielschichtiger und zivilisierter. Hinter der falschen Front, die wir errichtet hatten, verbarg sich eine Nation voller begabter Handwerker, weiser Sterndeuter, erleuchteter Priester und weitsichtiger Häuptlinge. Sie waren alles andere als blutrünstig und unzivilisiert. Es gelang ihnen, eine Nation zu erschaffen, ohne sich an die Fesseln der Monarchie zu ketten oder die Macht in die Hände reicher Magnaten zu legen.
Sie waren kultiviert, spirituell, neugierig und sie verachteten Ungerechtigkeit. Natürlich hatten sie ihre Fehler, aber gibt es viele Nationen auf der Welt, in denen die Macht wirklich dem Volk gehört? Ich habe in den letzten Jahren sogar in Andorran Gräueltaten gesehen, von anderen Ländern ganz zu schweigen. In Sarkoris wurde die Macht denen überantwortet, die sich ihre Autorität verdient hatten. Ich glaube, ohne die Katastrophe mit der Weltenwunde hätte Avestan und ganz Golarion durch sie eine klare Vision der Zukunft erhalten, in der alle frei und gleich sind. Der Untergang von Sarkoris ist eine Tragödie und darum ist es jede Mühe wert, die Überreste dieses Bildes zusammenzutragen. Wie habt ihr vor, nach den Überresten der Kultur von Sarkoris zu suchen? Ich bin neugierig jetzt. Das ist ja genau unser Metier für Satoru. Ich entsende Spähpatrouillen an Orte, wo meinen Annahmen zufolge noch Rückzugsorte der Sarkorianer offen zugänglich sein könnten. Ich glaube nicht, dass ein ganzes Land spurlos verschwinden kann. Zu den für mich interessanten Orten gehören die Pulura-Fälle, der Bergbauort Zarsvel westlich von hier, die Stadt Undarin, die Blutholzansiedlung und viele weitere. Der Gesichtsausdruck des Hauptmanns wird ernst. Natürlich sind einige Kommandanten der Kompanie der Ansicht, ich würde zu viele Ressourcen auf derlei Expeditionen verwenden. Aber das ist mir völlig gleichgültig. Falls es noch Überlebende gibt, werden wir sie retten. Aber viele Flüchtlinge aus Sarkoris haben in anderen Ländern eine neue Heimat gefunden. Ihre Kultur lebt weiter. Nun, darüber lässt sich streiten. Sobald die Flüchtlinge aus Sarkoris in fremde Länder gelangten und von Fremden umgeben waren, nahmen sie unvermeidbar auch deren Kultur an. Seid ihr schon einmal Sarkorianern aus Numeria begegnet? Sie sind mittlerweile mehr Numerianer als sonst etwas. Und schuld daran sind wie immer die Mächtigen. Es lag in ihrem Interesse, die kulturelle Identität der ankommenden Sarkorianer zu tilgen, auf dass sie neue Untertanen wurden, die ihr Heimatland vergessen hatten. Außerdem war Sarkoris nie ein einheitliches Gebilde. Es war ein Bündnis zahlloser Stämme, jeder mit einem eigenen kulturellen Gepäck, das manchmal sogar im Widerstreit miteinander lag. Um ein Verständnis der Bräuche von Sarkoris als Ganzes zu entwickeln, könnt ihr euch nicht nur auf das Wissen der überlebenden Stämme berufen. Habt ihr schon einmal von einem Dorf namens Wintersonne gehört? Deshalb bin ich sogar hier. Sobald ich erfuhr, dass ihr eine Ansiedlung entdeckt hattet, in der noch heute überlebende Sarkorianer leben, meldete ich mich freiwillig für das Kommando über die Vorhut der Kompanie. Es ist eine fantastische, unbezahlbare anthropologische Entdeckung. Und ich hoffe, dass es in den verwüsteten Landen des früheren Sarkoris noch weitere Entdeckungen wie Wintersonne gibt. Was könnt ihr mir denn über die Kultur von Sarkoris erzählen? Viel und gern! Ich habe ihre Traditionen, Bräuche und Herrscher studiert. Ich weiß, was sie mochten und was sie fürchteten. Wurden praktizierende Mystiker in Sarkoris wirklich hingerichtet? Es wäre historisch falsch, diese Akte zu leugnen oder zu entschuldigen. Ja, die Gesellschaft von Sarkoris war nicht perfekt. Sie reagierte mit Angst und Vorurteilen auf mystische Kräfte, aber die Wurzel dieses Konfliktes lag in der Politik. In vielen Ländern haben praktizierende Mystiker aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten große Macht. Infolgedessen wurden aus ihnen häufig Unterdrücker, Tyrannen und Despoten. Ja, Mystiker wurden in Sarkoris grausam und ungerecht behandelt, aber das Volk ging dabei gemeinsam gegen eine Minderheit vor, die oftmals überaus feindselig ihre Interessen durchzusetzen versuchte. Ich finde die Idee abstoßend, Unschuldige ins Gefängnis zu werfen, aber ich bin nicht naiv. Politische Realitäten lassen sich nicht einfach abtun oder ignorieren. Sie müssen verstanden und angegangen werden, weil auch das Handeln aus Verzweiflung im Kern einer bestimmten Logik folgt. Erzählt mir, was ihr an der Geschichte von Sarkoris am aufregendsten findet. Habt ihr schon einmal von Götterrufern gehört? Oh, das ist ein erstaunliches und faszinierendes kulturelles Phänomen. Die Sarkorianer waren ein überaus spirituelles Volk, das nicht nur die uns bekannten Gottheiten verehrte, sondern auch noch eine Vielzahl niedrigerer Wesenheiten. Stammesgötter, Clangötter, Siedlungsgötter
und manchmal sogar Schutzpatrone einzelner Familien. Götterrufer konnten diese Wesen kontaktieren und ihre, ja, wie soll ich das übersetzen, Gefährten werden. Sie bildeten ein sehr starkes Band und die Götter waren so etwas wie ihre spirituellen Geschwister. Ihr könnt euch vorstellen, wie sehr sich ihre Gesellschaft von der unseren unterschied. Die Einheit mit dem Göttlichen kam viel regelmäßiger vor und die höheren Mächte mischten sich häufiger in die Angelegenheiten der Sterblichen ein. Und wer herrschte in Sarkoris? Das ist eine interessante Frage. Viele vergleichen Sarkoris mit modernen Königreichen, weil sie Häuptlinge mit absoluter Macht hatten. Aber die Nation als Ganzes hatte keinen einzelnen Herrscher. Der Rat der Häuptlinge traf die Entscheidungen gemeinsam. An manchen Orten wurde der Häuptlingstitel vererbt, aber nicht überall, soweit ich weiß. Außerdem wurde die Politik von Götterrufern und Priestern beeinflusst, die die Wünsche und Erwartungen der höheren Mächte an das einfache Volk weitergaben, damit die Häuptlinge sie nicht ignorieren konnten. Ich würde Sarkoris eher mit dem heutigen Andoran vergleichen als mit Mendev. Es war eine echte Nation mit einem Volk, das seine Einheit und die gemeinsamen Ziele, dem seine Einheit und die gemeinsamen Ziele klar bewusst waren. Nun gut, erst einmal habt ihr meine Neugier befriedigt. Erzählt mir von eurer Söldnergruppe. Nun, die Schwarzstein-Kompanie ist stolz auf ihren Ruf als eines der besten Söldnerregimenter aus Andoran. Wir sind kein Haufen skrupelloser Kriegsknechte, die Unschuldige unterdrücken und den Tyrannen der Welt dienen wollen. Nein, wir sind Abenteurer, die sich in eine gefährliche Unternehmung stürzen und danach die Taschen voller Gold haben wollen. Mit einem reinen Gewissen. Deshalb haben wir unter unseren Einheiten eine Abstimmung durchgeführt. Wir haben Königin Galfreys Einladung zum Kreuzzug gerne angenommen, obgleich einige unserer Kommandanten ihren Unmut über die von ihr gebotene Summe zum Ausdruck verliehen haben. Aber wie gesagt, wir Andoraner sind ein freies Volk, das nicht herumgeschubst oder gekauft werden kann. Nur überzeugt. Ich glaube, das haben wir schon mal gehört. Lasst es mich wissen, falls ihr Hilfe bei eurer Suche benötigt. Ich könnte tatsächlich etwas Hilfe gebrauchen. Eine Gruppe meiner Späher wird vermisst. Vermutlich haben sie sich verirrt. Dabei sind es fähige und verlässliche Soldaten, die ich selbst ausgebildet habe. Sie hatten den Befehl, sich bei Gefahr vorsichtig und unauffällig zurückzuziehen. Falls ihr meine Männer findet, sagt ihnen bitte, wie sie nach Dresden kommen. Ich wäre euch sehr dankbar. Lasst mich bitte auf eurer Karte das Gebiet markieren, zu dem sie unterwegs waren. Alte sarkorianische Minen wurde enthüllt. Na gut, die Pflicht ruft und ihr kümmert euch besser mal um die Soldaten hier, die hier so laut rumschreien die ganze Zeit. So. Ah, da ist Sela! Oh Gott, kann ich... Okay, mit Sela haben wir nichts Neues zu besprechen. Ich kann in die Kaserne, würde ich auch gerne, ich will mich komplett in Dresden umgucken. Also wirklich, wirklich vollständig. Hier waren wir ja zuletzt drin, als wir Sachen geplündert haben, ne? Die Abenteuer des Kreuzfahrers Brim. Kenne deinen Feind. Here we go. Ach. Elan! Kommandant, seid gegrüßt. Hey, er hier. Der von den Hundeherzen, mit dem wir ja schon öfter mal Kontakt hatten. Okay, ich kann hier oben aber nicht mehr klettern, das haben sie weggemacht. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Und Elan will nicht mit uns reden? Das ist ein bisschen traurig. Hier oben ist auch nichts mehr von Bedeutung. Hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht noch irgendwas finden können, aber na gut. Nichtsdestotrotz, überall mal reingucken wird uns nicht schaden. Boah, diese Musik, ne? Die Musik von Pathfinder Wrath of the Righteous. Aber schon auch die Musik von Pathfinder Kingmaker. Einfach episch. Absolut episch. So, pass auf. Diese Ecke haben wir abgeklappert. Da ist der Ausgang der Kaserne. Da unten steht Lannrum.
Gucken wir mal, ob wir mit Land vielleicht noch was zu besprechen haben. Was macht denn er hier? So weit ab von den anderen. Nee. Nee. Nee, nee. Mit Land haben wir auch nichts mehr zu besprechen anscheinend. Schade. Ich meine, jetzt nach der Eroberung von Dresden hatte ich eigentlich so ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht mit allen nochmal so ein bisschen ein ausführlicheres Gespräch führen können. Was ist denn hier los? Was genau ist denn los? Was macht er denn da? Ein verlassenes Gebäude. Hier war ich, glaube ich, auch schon drin, als wir... Ja. Wieso ist hier noch Plündergut? Habe ich das beim letzten Mal vergessen? Die Spinnen hier. Was macht ein Aiwu da? Aiwu jagt einen eigenen Schwanz. Soldatenhumor. Überarbeitete und erweiterte 5. Auflage. Es gab einst einen widderköpfigen Jungen namens Baphomet, der sowohl von Dämonen als auch von Kultisten ständig nur ausgelacht wurde. Baphomet weinte viel und lief schließlich zu seiner Mama Lamashtu. »Niemand mag mich und alle finden mich merkwürdig.« Lamashtu antwortete darauf, »Du bist perfekt, wie du bist, mein Junge. Hör aber bitte mit deinem Geblöke auf oder noch besser, geh und friss ein wenig Gras.« »Ha, ha, ha.« Es gab einst einen Dämonen namens Deskari, dessen summender, bissiger Schwarm ihn in den Wahnsinn trieb. Egal, was er auch versuchte, er konnte ihn einfach nicht loswerden. Also ging er zu einem Dämonenheiler und bat ihn um Gift. Eine Woche später fragte ihn der Heiler, hat das Gift gewirkt? Sind die Heuschrecken jetzt weg? Und Deskari antwortete, ich habe die ganze Flasche getrunken und dieses Ungeziefer komplett vergessen. Jetzt brauche ich allerdings etwas gegen diese höllischen Verstopfungen. Deskari sagt zu Baphomet, sieh dir mal diese Mähren an, die ich für meinen Stall gekauft habe. Sie sind aus reinster Dämonenzucht. Wenn man sie reitet, bringen sie einen Blitz schnell bis zum Rand des Abyss. Und? Das ist nichts gegen Lamashtu. Als ich mich von ihr reiten lassen habe, bin ich zum Dämonenherrscher befördert worden. Einige Kultisten hatten einst einen mendewischen Kreuzfahrer gefangen genommen und folterten ihn. Sag uns, wann wir euch angreifen sollten. Jetzt sofort! Unsere Festungen wurden zerstört, unsere Städte verhungern, die Leute fliehen, wir könnten wirklich ein paar Gefangene brauchen. Okay. Fragt ein Soldat seinen vorgesetzten Offizier, wieso haben Balors rote Haut? Der Offizier antwortet, weißt du, es gibt da diese Affen mit den knallroten Ärschen. Ein Balor ist aber komplett rot. Ganz genau, weil ein Balor nämlich nichts weiter ist als ein einziger riesiger Arsch. Ja, also. Es kommt wahrscheinlich auch auf die Umstände an. Ja. Lass uns nicht weiter über Soldatenhumor reden. Wir sollten das vielleicht einfach vergessen. Eine Chronik des Scheiterns. Hier ist aber nichts mehr von Interesse. Beautiful. Ein bisschen Licht machen hier unten. Vielleicht sieht man ja doch ein bisschen mehr. Aber nö. Nischt mehr. Nun gut, nun gut. Dann haben wir hier unten, glaube ich. Da ist das verlassene Haus. Ach ne, hier ist noch ein Haus. Und da ist das Gefängnis. Dann wäre dieser Teil hier dran. Alles klar. Das heißt, hier ist irgendwo noch ein Haus. Hier vorne, oder? Bauer, Bauer, Bauer. Oder habe ich mich jetzt komplett verfranst? Moment.
Hier rechts neben uns. Da. Da ist Haus. Let's see what we can do. Da mit dem kleinen Schaukelpferd und der Puppe drauf. Eltern und Kinder. Aber lebt denn hier wieder jemand oder ist wer auch immer hier gelebt hat mittlerweile nicht mehr unter uns? Sie hatten auf jeden Fall reichlich Vorräte im Keller. Der Keller ist ja fast größer als das Haus. Na gut, nicht unbedingt, aber... Here we go. Ah ja. Vielleicht kommen sie nochmal wieder und wenn nicht, wird hier vielleicht jemand anders einziehen. Gut, 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 gut. Dann müssen wir in diese Richtung, durch dieses Tor hier. Ich finde Dresden ja tatsächlich sehr schön, also vom Aufbau her. Und dass es mal so eine richtige Stadt ist, also so eine richtige Stadt, weißt du? Oh, da ist unsere... Glas. Da ist unsere Truppe. Hör auf zu träumen, die Probe ist noch nicht vorbei. Oma sagt, weil ich so gute Plätzchen ausstecher und Backformen machen kann, habe ich bestimmt auch ein Händchen für Bühnenbilder. Bruder, ich dachte, wir hätten uns geeinigt. Ich nehme die geraden Zahlen und du die ungeraden. Bruder, dann hast du gesagt, wir müssen uns auch die Silben teilen. Also übernehme ich die geraden Silben und du die ungeraden. Oh je, ich bin auf das Stück gespannt, dass sie dann letztlich, ich hoffe mal, wir bekommen die Möglichkeit dann auch das Stück zu sehen, das sie hier planen. Mit Ember können wir nichts Neues besprechen. Und im Gefängnis wird wohl niemand sitzen, oder? Nur so eine Vermutung, weil wir haben ja noch niemanden, den wir irgendwie einsperren könnten. Nö. Da ist niemand. Ich habe aber so die Vermutung, dadurch, dass wir Zugriff auf ein Gefängnis haben, dass wir vielleicht im Verlaufe der Dinge, die da noch kommen werden, Möglichkeiten bekommen, Leute ins Gefängnis zu sperren. Nicht, dass ich mich da jetzt drüber freuen würde, aber... Wer ist denn Lady Konomi, Sia und Horgos Gwerm? Soziel. Guten Tag, Kommandant. Wie kann ich euch helfen? Erzählt mir etwas über euch. Oh, was? Hä, Moment. Das haben wir alles schon mit ihm besprochen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben das alles mit ihm schon im Lager, im Feldlager besprochen. Warum ist denn das wieder aktiv? Und wer applaudiert hier wem? Und vor allen Dingen warum? Okay, lass uns erstmal hier oben die Mauer hochgehen, denn hier ist ja die Lady. Wer auch immer. Morvek und Sia, Moment. Der alte Siar lächelt dir freundlich zu. Ein erfahrener Kreuzfahrer, Paladin und Anführer des Ritterordens, der Kreuzfahrer des ewigen Lichts genannt wird. Okay. Wie können euch die Kreuzfahrer des ewigen Lichts dienen, Kommandant? Der Kreuzfahrer droht dem jungen Mann neben ihm mit demonstrativer Strenge mit dem Finger. Morvek, zügle deine Zunge, wenn du deinen Vorgesetzten noch einmal unterbrichst, mischst du eine Woche lang die Stelle aus. Ich möchte euch einige Fragen über euch stellen. Über mich, Zia Kobelin? Oder mich, den ruhmreichen Kreuzfahrer des ewigen Lichts und den Obersten meines Ordens? Ein junger Mann neben Zia wirft einen Blick auf dessen struppiges graues Haar und murmelt, Oberster des Ordens, auch bekannt als Sir Pusteblume. Der alte Mann wendet sich dem Jüngling zu, um ihm laut, aber freundlich zu tadeln. Morvek, du vorlauter Kelidenwelpe, zeig etwas Respekt vor dem Alter deines Mentors, oder denkst du, du wirst nie alt? Erzählt mir von eurer Vergangenheit. Der alte Mann fährt sich mit der Hand durch sein struppiges, schütteres Haar. Von meinem Leben vor dem Orden? Das ist sehr lange her. Ich fand bereits als Knabe, dass es auf der Welt zu viel Böses gibt. Dass jemand etwas unternehmen muss, um es zu bekämpfen. Also beschloss ich, Priester zu werden.
Aber dann sah ich die Kreuzfahrer des ewigen Lichts. Sie waren so stolz, so rein. Und dann sagte jemand neben mir, was für selbstgerechte Snobs. Und er hatte recht. Wir Kreuzfahrer des ewigen Lichts sind in der Tat ein wenig selbstgerecht. Also dachte ich mir, vielleicht können diese unbesiegbaren Snobs ja die Hilfe und Gesellschaft eines einfachen und warmherzigen Burschen wie mir gebrauchen. Wer hätte damals geahnt, dass ich Jahre später ihr Anführer werden würde? Erzählt mir von eurem Orden. Die Kreuzfahrer des ewigen Lichts sind nicht der älteste Orden, aber unsere Traditionen sind verlässlich. Für uns ist der Kampf gegen die Weltenwunde kein Krieg, sondern eine Verpflichtung. Wir widmen ihm unser Leben und unsere Seele. Wir haben hohe Standards und führen ein Leben mit vielen Einschränkungen. Wir haben keine Familien, trinken keinen Alkohol, lehnen Glücksspiele ab, häufen keine Reichtümer an und besitzen selbst dann kein Land, wenn es uns von Geburt aus zustünde. Wir verschmähen alles, was uns ablenkt und zu einem Leben in Frieden verführt, denn unsere Herzen schlagen für den Krieg. Der Krieg ist jedoch ein hässlicher Teufel, der das Böse in allen Beteiligten weckt. Also halten wir unsere Herzen rein, damit uns der Krieg nicht verführen kann, damit unser Licht niemals verlöscht. Denn die Dunkelheit kann nur durch das Licht besiegt werden. Wer ist dieser Burche, der euch auf Schritt und Tritt verfolgt? Sia lächelt freundlich und voller Stolz. Das ist Morvek, ein Kelida aus dieser Gegend. Als die Weltenwunde aufbrach, musste seine Familie fliehen. Er hatte kein schönes Leben, arm, ständig hungrig, von der Welt verstoßen. Als sie kein Brot mehr hatten, hielten sie Wut und Vergeltung am Leben. Wir haben den Jungen auf der Straße aufgegriffen. Er war unterwegs nach Norden, um in Dresden Dämonen zu töten. Verdeckt, verdreckt, ausgemergelt, ein trauriger Anblick. Wir haben ihn mitgenommen und ausgebildet. Er hat ein hitziges Gemüt und ist undiszipliniert, gleichzeitig aber klug und mutig. Wenn ich ihn betrachte, sehe ich die Zukunft der Kreuzfahrer des ewigen Lichts. Nun gut. Ja, wir haben viel zu tun. Möge Iomeda eh mit uns sein. Horgus Gwerm, Mensch, dass man sich hier mal wieder sieht. Horgus Gwerm, auch das hier haben wir alles schon gefragt. Auch das haben wir alles schon gefragt. Deswegen werde ich das jetzt auch nicht nochmal durchkauen. Was? Einäugiger Teufel? Ein kleiner, stämmiger Tiefling mit einer goldenen Augenklappe spuckt Kautabak zwischen seine Füße und nimmt ein weiteres Stück aus einer juwelenverzierten Tabakdose. Schönen guten Tag, Kommandant. Willkommen im Handelshaus des einäugigen Teufels. Sein stolzes Auftreten vermittelt den Eindruck, dass jedes seiner Worte mit einem Großbuchstaben beginnt und vielleicht sogar in Großbuchstaben weitergeht. Ein Handelshaus, das hier ist nicht mehr als ein Laden. Das ist eine Frage der Perspektive. Es gab eine Zeit, in der ich nichts anderes als Löcher in den Taschen hatte. Aber habe ich mich deshalb als arm betrachtet? Nein, ich sah mich als reichen Mann, den vorübergehend das Glück verlassen hatte. Optimismus ist nicht nur auf dem Schlachtfeld wichtig, Kommandant. Ihr seid der Anführer einer siegreichen Armee, die früher oder später sämtliche Dämonen zu Hackfleisch verarbeiten wird. Ich wiederum bin der Eigentümer eines Handelsimperiums, das, wie ihr sehen könnt, erst am Anfang seines Wachstums steht. Wie ist ein Tiefling auf der Seite der Kreuzfahrer gelandet? Die Antwort ist ganz einfach. Das hier ist eine gute Welt und ich lebe gerne in ihr. Außerdem ist sie die einzige, die wir haben. Ich wüsste zu gerne, was in den Köpfen dieser Narren vorgeht, die den Dämonen dabei helfen, sie zu zerstören. Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, ihre Hörner sind nach innen gewachsen, sodass kein Platz mehr für ein Gehirn ist. Ich stamme aus Cheliax. Für die Leute dort sind Tieflinge alltäglich. Und sie mögen Dämonen nicht mehr als wir hier. Warum sollen sie auch? Die Götter haben sich die Mühe gemacht, diese Welt zu schaffen. Sogar Lord Asmodeus und seine Teufel haben bei ihrer Gestaltung mitgeholfen. Und nachdem die ganze harte Arbeit getan ist, tauchen jetzt diese Schmarotzer auf, um alles zu verschlingen und zu zerstören. Es spielt keine Rolle, zu wem man betet. Wer überleben will, hat die Pflicht zu helfen. Das ist eine sehr interessante Einstellung. Ist es nicht riskant, ein Geschäft für Kreuzfahrer so zu nennen? Oh, doch, es vergeht keine Woche, in der sich nicht irgendein Einfallspinsel darüber aufregt,
aber ich werde nicht dafür bezahlt, anderen den Unterschied zwischen Verbündeten und Feinden, Teufeln und Dämonen, Lord Asmodeus und Gesindel wie Baphomet oder Descari zu erklären. Na, sie können mir gestohlen bleiben. Der Tiefling spuckt aus und steckt sich schnell ein weiteres Stück Kautabak in den Mund. Ich sehe es so. Wenn einem etwas gefällt, kauft man es. Wenn nicht, lässt man es bleiben. Und wenn man auf einen Kampf aus ist, geht man in die Taverne. Wieso sind eure Preise so hoch? Wir retten die Welt vor Dämonen und das schließt auch euch mit ein. Das ist ja ungeheuerlich. Habt ihr guten Leute das gehört? Erstens, meine Preise sind absolut angemessen, kein bisschen höher als irgendwo anders. Zweitens, wer rettet hier wen? Seid ihr bereit, Baumrinde zu essen und mit Steinen und Stöcken zu kämpfen? Ihr müsst wissen, ich habe laufende Verträge mit Dutzenden Lieferanten. Ich sorge für Nachschub und tue, was nötig ist, um euch schärfere Waffen, bessere magische Gegenstände und besseres Essen zu beschaffen. Und ihr haltet es mir auch noch vor, dass ich mich derart in Unkosten stürze? Das ist also der Dank, den mir meine ehrliche Arbeit einbringt? Mhm. Ja. Was ist mit eurem Auge passiert? Ha! Soll ich für euch eine Geschichte über einen heroischen Kampf gegen eine Dämonenhorde erfinden? Ach, die Wahrheit ist, als ich noch ein rotznäsiges Kind war, war meine erste geschäftliche Unternehmung, Kuchen auf der Straße zu verkaufen. Die örtlichen Burschen bekamen schnell Wind davon und boten mir für einen kleinen Anteil an meinen Einnahmen Schutz an, das Übliche eben. Ich war allerdings so jung, unerfahren und gierig, dass ich ihnen sagte, sie sollten verschwinden. Nun ja, sie haben mich geschnappt und mir eine Lektion erteilt. Leider haben sie es aber übertrieben. Ich habe für diese Lektion nicht nur mit Prellungen und Schürfwunden bezahlt, sondern auch mit meinem Auge. Rückblickend betrachtet kommt es mir beinahe lustig vor. Aber damals, als es passiert ist, hatte ich gewaltige Angst. Ich dachte, sie würden mich totschlagen. Ich erinnere mich noch, wie ich weinend nach Hause kam und meine Mutter einfach nur losgeschrien hat. Ich hatte keine Ahnung warum, bis ich in den Spiegel blickte und sah, dass dort, wo mein Auge sein sollte, nur noch blutige Fetzen waren. Ich habe diese Lektion mein Leben lang nicht vergessen. Seit diesem Tag suche ich mir erst zuverlässige Geschäftspartner, bevor ich ein neues geschäftliches Unterfangen in Angriff nehme. Wäre ich in eine Händlerfamilie hineingeboren worden, hätten mich meine Eltern vor so etwas und etlichen anderen Dingen gewarnt, aber ich war ein armer Bursche und musste deshalb alles auf die harte Tour lernen. Es grenzt schon an ein Wunder, wie oft ich dem Tod nur um Haaresbreite entgangen bin. Genau genommen kann ich mich glücklich schätzen, dass ich in all der Zeit nicht mehr als nur ein Auge verloren habe. Inzwischen kann ich mir natürlich ein neues Auge leisten. Aber ehrlich gesagt, finde ich einfach nicht die Zeit dafür. Es wird mich eine stattliche Summe kosten und ich will es nicht aus den Einnahmen bezahlen. Außerdem ist es gut fürs Geschäft, der einäugige Teufel zu sein. Es wäre töricht, mir ein neues Auge zu beschaffen, nur um es dann unter einer Klappe verstecken zu müssen. Aber das stimmt, für seinen Laden ist das praktisch. Habt ihr von meinen neuen Kräften gehört? Was haltet ihr von ihnen? Die Leute sagen schlimme Dinge über euch, Kommandant. Sie selbst mögen das zwar nicht so empfinden, ich aber schon. Sie sagen, ihr wärt der Auserwählte Desnas, der unbedeutendsten aller Göttinnen. Sie kann nichts anderes als mit ihren Schmetterlingsflügeln schlagen und sich in andere Leute Angelegenheiten einzumischen. Das heißt außerdem, ihr wärt nicht besser als die anderen Anführer des Kreuzzugs und würdet absolut jeden unter eurem Banner willkommen heißen. Eine einstige Diebin, einen Goblin, einen Kobold und sogar einen Baumstumpf mit Augen. Außerdem habt ihr euch ein ziemlich lästiges Haustier angeschafft. Ich könnte euch ja verstehen, wenn es ein richtiger Kampfdrache wäre, aber dieses missgestaltete Ding mit Libellenflügeln? Es macht genauso viel Ärger wie hunderte Spatzen. Und was bringt es euch? Es ist kein gutes Geschäft, sich mit derartigen Kreaturen einzulassen. Ich selbst bevorzuge ja Teufel. Da sind sämtliche Vertragsbedingungen von Anfang an genau festgelegt. Na dann zeig mal her. Was hat er denn? Flammenzungekäse, Essen, Stirnreif. Aber 16.000. Kann ich hier was verkaufen? Ja, okay, ich habe schon verkauft. Alles klar. Rüstung des Infiltrators. Plus 5 auf Heimlichkeit. Haramaki. Okay, leichte Rüstung. Hautpferdeharnisch. Heiliges Rapier plus 2. Hier sind schon ein paar interessante Sachen, die der gute Mann hier feilbietet. Da steigt meine Neugier doch gerade extrem. Und ich habe auch noch ein bisschen was zu verkaufen, ne? Also da könnte man durchaus nochmal... Da könnte man nochmal schauen, ob man da nicht nochmal einen Blick drauf werfen möchte. Na gut.
Wieso ist er eigentlich vorne? Was soll denn das? So. So rum, bitteschön. Das ist ja unglaublich. Na gut, wir werden die Stadt weiter erkunden. Es gibt mit Sicherheit noch das ein oder andere Gespräch zu führen. In der nächsten Folge. Und darum bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.